Das Größte, was es im Schach gibt, ist natürlich der WM-Kampf. Das Größte danach, und dahinter kommt dann lange nichts mehr, ist das Kandidatenturnier, bei dem der WM-Herausforderer gesucht wird. Und im Kandidatenturnier 2024 sind noch zwei Plätze frei, um die gerade ein Kampf tobt, ein internationaler Kampf, bei dem sich die Spieler in die bestmögliche Position zu bringen versuchen, bei dem aber auch aus dem Umfeld der beteiligten Spieler Leute versuchen, ihre Spieler in die bestmögliche Position zu bringen. Ich will euch heute ein bisschen mit hinter die Kulissen dieses Kampfs nehmen und euch erzählen, was gerade läuft. Ich muss an ein paar Stellen ein bisschen vage bleiben, weil vieles auch noch sehr, sehr vage ist, weil ich an mancher Stelle auch nicht das Vertrauen von Leuten missbrauchen kann, die mir was im Vertrauen erzählt haben. Und dieses Vertrauen ist die Währung, mit der ich hier arbeite. Wenn ich das missbrauche, dann erzählt mir niemand mehr was und dann erfahrt ihr nichts mehr. Insofern muss ich da auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, ich kann euch heute mal trotzdem mit hinter die Kulissen nehmen und euch einen ganz guten Einblick verschaffen von dem, was gerade läuft. Ich habe nicht so richtig viel Zeit. Das Video ist improvisiert. Ich kann hier jetzt nicht so viele Bildchen einblenden und so weiter, sondern will das schnell raushauen. Insofern ist das erste eher ein Podcast-Anteil. Seht mir auch das nach. Ihr könnt die Zeit auch nutzen, um hier nach einem Ausknipser zu gucken. Vincent Keimer, Bundesliga am Samstag, kann an dieser Stelle die Partie ausmachen. Und ihr könnt mal gucken, ob ihr das findet, wie das hier geht. Und ob Vincent das gefunden hat, sehen wir auch im Laufe des Videos, wenn wir zu dieser Stelle kommen. Aber dazu später. Jetzt gucken wir erstmal auf die Qualifikation fürs Kandidatenturnier. Da sind zwei Plätze frei. Der eine ist zu vergeben über den sogenannten FIDE Circuit. Das ist eine Gesamtwertung der besten Turniere über das Jahr verteilt. Insofern ist das noch offen, denn es ist ja zum Beispiel noch Schnellschach-WM und auch noch ein paar andere Turniere. Da führt im Moment Anish Giri knapp vor Wesley So und noch nicht ganz so knapp dahinter ist der gute Gukesh, der aber auch noch Chancen hat. Und nicht völlig chancenlos ist auch Arjun Erigaisi, der da auf Platz 5 liegt. Es hat sich offenbart, dass die Inder nun versuchen wollen, dem Gukesh, vielleicht auch dem Erigaisi, noch einen Weg zu öffnen, in dieser FIDE-Circuit-Wertung alle anderen zu überholen. Die haben ein Turnier aus dem Boden gestampft, die haben das gerade erst angemeldet und das wird im Dezember stattfinden. Das ist noch an keiner Stelle offiziell angekündigt. Insofern noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ich glaube, ich habe das aus mehreren Quellen und bin da eigentlich ganz ziemlich sicher, dass das stimmt. Es wird ein Weltklasse-Turnier in Indien geben, das in erster Linie dem Ziel dient, Gukesh und Erigaisi eine Chance zu geben, aber auch dem Lenier Dominguez. Der kann sich ja zwar per FIDE Circuit nicht mehr qualifizieren, aber der ist per Rating sehr, sehr gut dabei. Dem fehlt aber, weil unsere inkompetente FIDE kurzfristig das Reglement geändert hat, fehlt dem jetzt noch ein internationales Turnier. Der wird also in Indien in diesem Achterturnier, wie ich höre, auch mitspielen und da versuchen, sein Rating mindestens zu halten, wenn nicht noch zu steigern, dann für den Rating-Spot in Frage zu kommen. Da werden noch andere Leute dabei sein, zum Beispiel Paha Maksodlo, der noch eine kleine Chance hat, sich per Rating zu qualifizieren. Ich höre, dass auch Aronian dabei sein wird. An der Stelle bin ich mir nicht ganz sicher. Das habe ich aus zwei Quellen, aber ich verstehe nicht so richtig, was der da macht. Denn der hat da eigentlich keine Chance mehr und die Konditionen sollen nicht so toll sein. Warum der da hinfährt, hat sich mir nicht so richtig erschlossen, aber ist das, was ich höre. Dann noch ein paar andere Leute sind darauf und so weiter, aber das ist ja egal. Jedenfalls in Indien wird Help Chess heißen und damit steht auch fast der Veranstalter fest, wird es dieses Turnier geben und das soll von der Chessbase India Stiftung, die dafür da ist, junge indische Spieler zu fördern, organisiert sein. Die gucken eigentlich mehr so auf die Talente unterhalb der Weltklasse, aber offenbar wittern die da jetzt ihre Chance, noch einen dritten Inder neben dem guten Prak und neben Vidit, die schon qualifiziert sind, ins Kandidatenturnier zu schieben. Das mal aus der indischen Perspektive sozusagen, die sich vor allem auf den FIDE-Circuit fokussiert. Dann gibt es noch den Rating-Spot fürs Kandidatenturnier. Und da geht es einfach darum, wer ist am Ende des Jahres mit der letzten Abrechnung Ende Dezember 2023 der Spieler mit dem besten Rating, der noch nicht fürs Kandidatenturnier qualifiziert ist.
Und ihr seht ja, da liegen auch Wesley So, also die darüber. Magnus Carlsen spielt nicht mit, Dinglis Rennen ist Weltmeister, braucht nicht, Caruana, Haku Nakamura, die sind alle schon, die haben schon das Ticket gezogen, Nepomniachtchi sowieso. Insofern, Wesley So führt nach Rating knapp, dahinter kommt Dominguez. Auch da ist Anish Giri noch im Rennen. Und dann kommen wir halt zu dem guten Vincent Kaimer, zu Paham Maksodlo, die auch ein bisschen hinten dran sind. Aber nicht so weit hinten dran, dass sie chancenlos wären. Die Chance ist natürlich klein, aber so ein gutes Turnier reicht. Und dann ist man in dieser 257-Plus-Region, wo es dann vielleicht reichen könnte. Abhängig davon auch, wer den Circuit-Spot dann am Ende zieht. Also da ist es eine Rechnung mit sehr, sehr vielen Unbekannten. Bei Vincent Kaimer hängt erstmal ganz viel davon ab, dass dieses Bundesliga-Wochenende gut für ihn läuft. Dass er sich per Bundesliga möglichst nah an diese 257 ranschiebt, sodass er dann wirklich sagen kann, ja, wenn ich jetzt noch ein richtig gutes Turnier hinlege, dann komme ich in diese Region, dass ich den Rating-Spot schaffen kann. Es ist Sonntag, da ich das einspreche. Vincent spielt gerade in der Bundesliga. Es ist zu hoffen, dass er gewinnt und sich vielleicht noch ein paar Punkte holt und damit noch näher an diese Region kommt. Und die gute Nachricht ist, dass es in Vincents Umfeld oder im deutschen Schach durchaus einige Leute gibt, die sagen, okay, wenn der Vincent tatsächlich eine Chance hat, auch wenn die klein sein mag, dann organisieren wir dem noch ein Weltklasse-Turnier, dass er so nicht in irgendeinem exotischen Land spielen muss mit Zeitverschiebung, sondern in seiner Heimat mit Essen, mit dem er vertraut ist, ohne Zeitverschiebung, mit guten Gegnern und dann hat das in der Hand, da nochmal deutlich Rating zuzulegen. Das müsste dann in allerletzter Sekunde organisiert werden. Das wäre sogar ein kleiner Verstoß gegen das FIDE-Reglement, weil eigentlich muss man so ein Ding 3 Wochen vorher anmelden. Diese Frist, das wird nicht ganz reichen, aber das soll wohl trotzdem gehen. Das haben die Inder ja auch gemacht. Da gibt es Bestrebungen. Das ist aber noch total offen. Es gibt halt nur ein paar Leute, die willens sind, ja, wir packen das an und wir stellen so ein Ding binnen ein paar Tagen auf die Beine. Der allererste, der dazu natürlich eine Entscheidung fällen muss, ist Vincent Kaimer. Nach allem, was ich gehört habe, wird es nach der Bundesliga-Runde ein Gespräch geben, bei dem Vincent Kaimer vielleicht auch beraten von Familie, beraten von Peter Leko, sich erklären soll, willst du das? Wenn du das willst, versuchen wir das auf die Beine zu stellen. Und das ist für Vincent wahrscheinlich keine leichte Entscheidung. Ich könnte das verstehen, wenn er sagt, nee, das, also die Chance ist vielleicht 3% und dafür jetzt nochmal mein Jahr umzukrempeln, mir am Ende des Jahres den Stress anzutun, dann vielleicht eine schlechte Rapid- und Blitz-WM nachzulegen und für diese winzig kleine Chance zu riskieren, dass mein eigentlich sehr gutes Jahr dann stressig schlecht zu Ende geht, möchte ich nicht. Ich werde lieber in 2 Jahren WM-Kandidat. Könnte ich verstehen, wenn er das so entscheidet, weiß ich nicht. Wenn er sagt, ja, okay, ich will das versuchen und wenn ich diese Chance kriege, dann nehme ich sie, dann könnte es sein, dass ich in der nächsten Woche hier einige Hebel in Bewegung setzen und dass tatsächlich ein Turnier aus dem Boden gestampft wird, wo man dann allerdings erstmal gucken muss, wer denn da überhaupt mitspielt. Denn da braucht man natürlich starke Gegner, die geeignet sind, gegen die auch Rating zu gewinnen. Wenn Vincent mit 2500er ein Turnier spielt, das bringt ihm nicht so richtig viel. Da gewinnt er schon nicht mehr so viel Elo, wenn er die schlägt. Da muss man mal gucken, wer da noch frei ist oder ob man da die Leute reinkriegt. Und wen man da hintut. Insofern, selbst wenn da grünes Licht kommt und Vincent sagt, ja, ich will das, weiß ich nicht, ob dann dieses Turnier wirklich entsteht. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die das versuchen wollen, das zu organisieren. Und das finde ich erstmal sehr, sehr ehrenwert, dass wir jetzt einen Topspieler haben und dass sich wirklich in dessen Umfeld Leute finden, die sagen, wir helfen ihm, wo wir können, wenn er das will. Wenn er das nicht will, hat er natürlich noch die Option, nach Sitges zu fahren. Da ist in Spanien ja dieses Open, das im Moment noch nicht so stark besetzt ist, das aber mit Sicherheit noch etwas stärker wird. Und da kann er auch versuchen, Elo zu gewinnen. Das ist noch seine zweite Option. Also da stecke ich mich drin. Und ich weiß nicht, was da für eine Entscheidung fallen wird, aber ich weiß, dass da ein für diese Perspektive ganz wichtiges Gespräch führen wird. Natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie das Bundesliga-Wochenende für ihn gelaufen ist. Und ansonsten kann ich nicht reingucken. Aber ich weiß halt, dass es diese Bestrebung gibt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es könnte also sein, dass wir parallel im Dezember dann sozusagen 2 aus dem Boden gestampfte Superturniere im Schach sehen. Das eine von den Indern, die versuchen,
dem Gukesh und dem Erika Easy noch einen Weg zu ebnen ins Kandidatenturnier und ein europäisches. Es wird vielleicht auch eine französisch-deutsche Kooperation, wo dann versucht wird, den Europäern noch einen Weg zu ebnen. Ich finde, das ist eine aufregende Entwicklung. Und es ist total offen, ob das passiert und wie das passiert und vor allen Dingen, wie Vincent dazu steht. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich würde euch raten, in der nächsten Woche mal die Schachnachrichten zu verfolgen. Denn all das, was ich euch hier erzähle, das steht noch nirgendwo, das weiß noch keiner. Außer die Leute, die mal ein bisschen mein Twitter mitlesen, die haben schon ein paar Sachen davon mitgekriegt. Da wird es in die eine oder andere Richtung Entscheidungen geben. Aufregende Zeiten. Im April 2024 ist Kandidatenturnier und wir können gespannt sein, wer denn da mitspielen wird, und wir können auch gespannt sein auf den Kampf um die letzten zwei Plätze im Kandidatenturnier, der in diesen Wochen tobt. Ja, so viel zum sozusagen zum Podcast-Anteil dieses Videos. Lass uns noch ein bisschen Schach gucken. Ich sagte ja, die Ergebnisse in der Schachbundesliga sind extrem wichtig für Vincent. Da kann er eine Basis legen, um möglichst nah an diese 257-Plus-Region für den Ratingspot ranzukommen. Und die erste seiner beiden Bundesliga-Partien hatte er am Samstag gegen den griechischen Großmeister Antonios Pavlidis. Und wenn ihr noch ein bisschen gucken wollt, wie es denn Weiß hier ausknipsen kann, dann würde ich euch empfehlen, haltet das Video jetzt an, denn wir gehen jetzt in die Partie und kommen dann auch recht bald an diese Stelle, an der es soweit war. Vincent mit den weißen Steinen beginnt die Partie mit C4. Springer F6, Springer F3, G6, G3, Läufer G7, Läufer G2, 0, 0, 0, 0, D6. Das wird Vincent Keimer erstmal sehr, sehr gerne gesehen haben. Denn Schwarz spielt Königsindisch, eine zweischneidige, kämpferische Eröffnung, die aus weißer Perspektive deutlich mehr Luft reinlässt, um zu Spiel und auch zu Vorteil zu kommen, als wenn hier jetzt so ein super solides Damengambit oder sowas auf dem Brett steht. Also da wird Vincent schon sehr zufrieden gewesen sein, als er das gesehen hat. Er entscheidet sich dafür, sehen wir ja schon, den Königsinder mit dem sogenannten Fianchetto-System, und ich weiß gar nicht, ob das so heißt, wie man das nennt, mit dem Fianchetto zu bekämpfen, was so eine eher positionelle, ruhige Methode ist, die dem Ziel dient, erstmal ein bisschen Raumvorteil abzugreifen und dann nach und nach Schwarz zu überrollen. Schwarz steht natürlich nicht wehrlos da, Königsindisch ist auf dem super Top-Level jetzt nicht die Eröffnung der Wahl, aber ist durchaus eine spielbare, spannende Eröffnung. Wohin die schwarzen Ambitionen gehen, sehen wir schon. Sie gucken schon zu zweit auf den E4, über die E-Linie, und hier kommt gleich noch einer angehoppelt, und dann gucken sie zu dritt auf den drauf. Und da wird Schwarz versuchen, Druck auszuüben. Ein mittelfristiger Plan von Schwarz wird auch häufig sein, diese Marocchi-Formation sozusagen anzuhebeln, die Weiß Raumvorteil verschafft. C6, D5 ist häufig ein Mittel. Manchmal sieht man auch so Sachen wie A6, B5 in Verbindung mit Turm B8. Da steht allerdings meistens der schwarze Springer auf C6, aber so irgendwelche Hebel wird Schwarz irgendwie ansetzen müssen. Der kann nicht nur so stehen. Manchmal versucht Schwarz auch einfach nur am Damenflügel voranzugehen und sich da dann seinerseits ein bisschen Raum abzugreifen. H3. H3 ist ein wichtiger positioneller Zug, der dem Ziel dient. Erstmal, wir wollen gerne Läufer E3 ungestört spielen. Das ist das normale Entwicklungsfeld für unsere Läufer, können wir hier aber schlecht machen, weil dann Springer G4 käme. Und der Springer würde sich auch auf E5 ganz wohlfühlen, wo er dann zum Beispiel den C4 anguckt. Und um diese Springer G4 ein für alle Mal aus der Stellung zu nehmen, ein paar Felder zu kontrollieren, spielt man hier H3. Total Standard. Schwarz macht weiter mit Springer C5. Und jetzt steht der E4 zum ersten Mal unter Feuer. Insofern deckt Vincent den und Schwarz spielt H6, kontrolliert seinerseits ein paar Felder. Manchmal gibt es auch hier so ganz kuriose Manöver, wie Springer H7, G5, kommt in dieser Partie nicht vor. Auch so ein flexibler Mehrzweckzug. Ja, Läufer E3 möchte Vincent gerne spielen, kann er aber nicht so richtig, weil dann hängt ja wieder der E4. Der Turm muss den decken, da kann man nicht die E-Linie verbauen. Und insofern F3. Das sieht fürs ungeübte Auge ein bisschen krumm aus, ist aber hier der solide, gute Zug. Es gibt Alternativen. Vincent hat hier selbst im World Cup gegen Armin Tabatabei Turm B1 gespielt, was den Turm aus der langen Diagonale nimmt, was Spiel am Damenflügel vorbereitet.
Ne, darum hat Tabata Bey das zum Beispiel mit A5 beantwortet und dann kam B3, C6, Turm B2, sehr interessant, was dann sozusagen einen Subplan einleitet, nämlich den Turm zentral aufzubauen und vielleicht mal den rückständigen D6 anzugucken. Ich weiß gar nicht, haben wir die Partie eigentlich hier auf dem Kanal? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die habe ich seinerzeit gar nicht gezeigt. Da waren ja so viele im World Cup. Vincent weicht ab, spielt hier F3. Was auch sehr solide ist, das ist nicht von Ewigkeit. Mittelfristig wird Weiß versuchen, hier zu expandieren am Königsflügel und loszurollen. Ich habe ganz früher habe ich auch mal Königsindisch gespielt und bin in diesen Konstellationen als Schwarzer ganz oft überrollt worden am Königsflügel, was mich dann dazu gebracht hat, Königsindisch aufzugeben. Aber für den Moment macht das hier erstmal alles stabil und jetzt kann Weiß zum Beispiel Läufer E3 spielen. Schwarz spielt C6, Weiß spielt das erwünschte Läufer E3, aber Schwarz hat schon den Gegenstoß im Zentrum vorbereitet. Wenn man jetzt denkt, hängt er nicht. C schlecht D, C schlecht D. Können wir den nicht einfach nehmen? Springer D5, Springer D5, ED. Nee, Schwarz nimmt den zurück. Und plötzlich steht Schwarz sogar besser. So kann man das aus Weißer auf keinen Fall spielen. Dann hat Schwarz genau das, was er will. Der Vorstoß D5 hat gut funktioniert. Denn jetzt ist plötzlich diese Konstellation mit dem F3, G3, H3. Die ist jetzt sehr locker und offen und Schwarz ist super aktiv. Ich meine, guck drauf, der weiße König fühlt sich nicht so richtig wohl. Hier steht Schwarz schon besser. Also so kann man das nicht spielen, dann geht der schwarze Plan auf. Es gibt aber ein ganz typisches Rezept, dagegen vorzukämpfen und dann gewinnt man nämlich tatsächlich einen Bauernspringer DB5. Das ist ja sozusagen ein Abzug mit Doppelangriff. Ne? Der Läufer greift den Springer auf C5 an und jetzt hängt der D5 auch wirklich. Und hier muss Schwarz jetzt schon präzise spielen, wobei der wird hier noch im Buch oder zumindest in vertrauten Motiven gewesen sein, der Pavlidis, und spielt hier A6. Das ist auch der typische Zug, den Schwarz dagegen ansetzt. Der ist mit dem Bauernopfer verbunden. Ne, Weiß nimmt den raus, Schwarz nimmt hier und dann hängt halt der B5. Und Weiß hat erstmal einen mehr. Aber das ist okay, das passt ins schwarze Konzept, denn Schwarz hat Kompensation. Schwarz sagt, ja, du hast dich jetzt hier mit diesem F3 stabilisiert, aber du hast eben deine Königstellung ein bisschen aufgeweicht. Du hast hier potenziell schwarzfeldrige Probleme am Königsflügel und auf die stelle ich mich gleich mal drauf mit dem typischen Springer H5. Schwarz sagt, ich habe Kompensation und da sagt er auch zu Recht. Vincent spielt Springer D6. Ah ja, wir haben gerade den Dings von der Maschine gesehen. Das ist jetzt hier nur so ein Nebeneffekt, aber es hängt bei Weiß auch noch dieser Bauer auf B2. Da wird sich Schwarz allerdings genau überlegen, ob er den wirklich nehmen muss, weil das kostet auch einige Zeit. Und Zeit ist in so einer Stellung, die sich zunehmend zuspitzt, ein ganz, ganz wertvolles Gut. Vincent spielt hier Springer D6. Erstmal mit Angriff auf den Turm E8. Die Maschine schlägt hier Dame C7 vor. Dame C7 mit Angriff auf den Läufer C5 und es deckt den Punkt F7. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil Weiß darf jetzt nicht auf D5 nehmen. Dann kommt Turm E5 und plötzlich ist eine Figur weg und Schwarz gewinnt. Es ist vielleicht ein bisschen präziser als das, was Pavlidis in der Partie gespielt hat, aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich so ist. Jedenfalls Pavlidis treibt es auf die Spitze. Er spielt direkt dieses Turm E6 und lässt Dame schlecht D5 zu. Und spielt dann Turm E5. Und ihr seht den Unterschied zu eben. Jetzt ist nicht der Punkt F7 gedeckt und Weiß kann hier rausnehmen. Das hat Schwarz natürlich alles kalkuliert und gibt das bereitwillig. Also Schwarz spielt hier super unternehmungslustig. Wenn wir Bauern durchzählen, er hat mittlerweile schon drei Bauern geopfert. Aber sagt, ich habe ausreichend Kompensation und Spiel dafür. Und wenn wir so drauf gucken, dann ist das auch verständlich, warum er das sagt, denn hier liegt einiges in der Luft. Ne? Der Läufer C5, der hängt ganz unmittelbar. Und an dem Läufer hängt der Springer auf D6, der auch droht, über Bord zu gehen. Und ganz nebenbei liegen noch so Züge wie Läufer E6 in der Luft, mit denen Schwarz sich mit Tempo entwickelt. Und plötzlich kriegt die weiße Dame Atemnot. Also hier ist einiges schwarzes Spiel in der Stellung. Und hier dieses Scheunentor G3 ganz nebenbei auch, das ist ja nicht weggegangen. Also sehr, sehr komplizierte, sehr, sehr schwierige Stellung. Aber das und das, was Pavlidis hier macht, ist ganz objektiv gerechtfertigt. Der hat zwar drei Bauern weniger, aber der hat riesiges Spiel dafür. Vincent versucht das jetzt erstmal zu stabilisieren. Er spielt hier B4.
deckt diesen angegriffenen Läufer, an dem ja der Springer hängt. Und auf den stürzt sich Schwarz sofort. Es gibt hier aber an mancher Stelle Alternativen. Wir wollen ja nicht allzu sehr in die Tiefe gehen und alle Alternativen checken. Wir halten uns ein bisschen an die Partie. Pavlidis spielt, was ja naheliegend und auch gut ist. Also das ist schon beeindruckend, ne? Der 2,566, aber der ist hier echt auf Augenhöhe. Der lässt Vincent hier richtig arbeiten. Und beide Spieler haben auch extrem viel Zeit verbraucht. Die kommen gleich in große Zeitnot. Eben weil das so kompliziert ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt, an denen wir uns hier stundenlang aufhalten könnten, was wir aber nicht tun werden. B6 nimmt jetzt diesen Läufer C5 unter Feuer und da kann er schlecht wegziehen, weil dann ist halt immer der Springer D6 weg. Insofern ist die naheliegende Lösung, den Springer D6 zu benutzen, um auf C8 einen rauszuknipsen. Da könnte man allerdings fragen, kostet das nicht eine Figur? Denn Schwarz nimmt jetzt auf C5 raus. Und plötzlich stellen wir fest, der Springer B6 hat kein Feld mehr und geht über Bord. Auch das hat Vincent natürlich gesehen und hat das kalkuliert und opfert hier sozusagen die Figur. Er hat ja eine Reihe Bauern mehr. Spielt hier Turm AD1, bringt alles, was er hat, ins Spiel und lässt sich den rausknipsen und hat an dieser Stelle das sehr feine G4 geplant. Ein Zug, der vom Hingucken ein bisschen wehtut, weil wir sprachen ja schon über diese schwarzen Felderschwächen, die jetzt natürlich richtig zutage treten. Aber G4 ist taktisch gerechtfertigt. Denn Weiß droht Angriff zu haben. Der Springer H5 ist ein ganz wichtiger Verteidiger für den Läufer G7. Und wenn dieser Springer sucht selbst, der hat eigentlich nur ein richtiges Feld, auf das er gehen kann. Denn Springer F6 ist schwierig, dann rollt es schon los und dann kriegt er noch einen Tritt und die weiße Lawine wird überwältigend. Insofern könnte der nur auf so ein ganz fürchterliches Feld wie G3 gehen, wo er dann zumindest nicht unmittelbar weg ist, wo er aber auch nicht so richtig rauskommt. Aber dann ist die Lawine noch schlimmer, die hier losrollt. Hier ist dann auch Turm D7 in der Stellung, was den Punkt G7 unter Feuer nimmt. Das wird dann schon unmittelbar kaum noch zu verteidigen für Schwarz sein. Insofern muss man hier, und das wird jetzt der erste Moment, wo Pavlidis nicht voll auf der Höhe ist. Das Beste für Schwarz, um es wirklich komplett im Gleichgewicht zu halten, ist hier ein Figurenrückopfer, Springer F4. Springer F4 lockt die Dame weg, Dame schlecht F4. Aber Dame schlecht F4 hilft Schwarz. Und jetzt hat Schwarz ein bisschen Zeit zu atmen. Jetzt sind diese Drohungen auf der siebten Reihe sind weg. Auch dieses Losrollen ist weg, weil die Dame halt auf F4 ihrem Bauern im Weg steht. Und Schwarz kann jetzt einmal knipsen und hat seinerseits ein paar Ideen und hat jetzt hier ganz gute Spiele und sicher Kompensation für diesen einen Bauern, der fehlt. Ganz nebenbei ist das natürlich der schlechteste Läufer der Welt. Also das kommt auch noch dazu. Das ist total okay für Schwarz. So sollte Schwarz das spielen. Hier kommt jetzt Pavlidis zum ersten Mal ein bisschen vom Weg ab. Er spielt C schlecht B, was aber auch noch nicht schrecklich ist. C schlecht B geht noch. Er nimmt den raus, guckt weiter auf A2, lässt den Springer einstehen. Aber leistet halt nicht das, was Springer F4 leistet, nämlich die weiße Dame zu vertreiben. Und darum wäre Springer F4 der etwas bessere Zug gewesen. Und hier spielt er nochmal ungenau. Er spielt Turm schlecht H5 und nimmt halt gerne diesen Bauern mit. Aber das gibt jetzt Weiß Zeit, wirklich seine Angriffsbatterie ins Spiel zu bringen. Also man kann hier G schlecht H ist etwas besser. Man sollte es vielleicht auch erst mit Dame C5 verbinden und mal den weißen König beugen. Wie schon gesagt, wir wollen hier nicht ins Detail gehen. Er spielt Turm H5. Es ist nicht der genaueste aller Züge. Und jetzt beginnt der weiße Angriff zu rollen. Turm D7. Turm D7, die Drohung ist offensichtlich. Jetzt droht erstmal matt. Und Schwarz ist gut beraten, das zu decken. Und das tut er auch mit Dame C3. Turm ED1. Bringt die letzte Figur ins Spiel. Ja, und hier wird Schwarz jetzt zu ambitioniert. Ne? Der sagt ja immer noch, ich habe Kompensation und ich habe Spiel. Und er fährt jetzt seinen H-Turm noch ins Spiel. Und das gibt Weiß an dieser Stelle schon die Möglichkeit, fast entscheidend zuzustoßen. Sehen wir gleich. Turm H5 ist ein taktischer Fehler. Schwarz muss hier einmal reparieren und halten. Der Turm G8, den braucht Schwarz dafür, um hier alles zusammenzuhalten. Und dann kommt Vincent so schnell nicht weiter. Wobei, da sind Ideen drin. Also das sehen wir gleich. Im Moment sieht es aus, als käme er überhaupt gar nicht weiter. Aber so einfach ist es halt nicht. Aber erst wenn er sich hier konsolidiert hat, dann kann er den H-Turm benutzen und damit Sachen machen. Der kann zum Beispiel nach G5 gehen.
und im Verein mit der Dame den weißen König einheizen. So ist es noch spielbar für Schwarz. Turm HA5 ist nicht gut, denn hier hat Weiß schon einen tollen Ausheber. E5. Es ist eine, weiß gar nicht, wie heißt das taktische Motiv? Ist das eine Unterbrechung? Das unterbricht die Linie der Dame zum Läufer, sodass jetzt wieder Matt auf G7 droht. Und dann könnte man denken, ja okay, aber dann nehme ich den weg, was soll das? Und dann kommt halt F4 mit Tempo, wieder mit Angriff auf die Dame und guck mal, wer da plötzlich lebt. Und es ist nicht nur, dass der Turm auf A8 hängt, sondern der kann auch noch zum Angreifer gegen den schwarzen König werden und Weiß kriegt entscheidenden Angriff. Dieses Motiv, das sehen wir gleich in der Partie noch, hätte hier schon gegriffen und hier funktioniert es. Aber hier hatten beide Leute keine Zeit mehr auf der Ticke und Vincent spielt Turm 1, D3. Das ist ein Fehler, der den Schwarz mit einem Gegenfehler beantwortet. Hier wieder Dame E1 und dann Turm G8 und erstmal zusammenhalten. Und dann hat man zum Beispiel Motive wie Turm A3 auch noch, vielleicht auch manchmal dieses Turm G5, was ich eben schon gezeigt hatte. Der A2 hängt auch noch in der Gegend rum. Dann hält Schwarz erstmal den Laden zusammen. Spielt Dame A1, das ist nicht so gut. Turm D1, Dame C3, aber das war halt, ne, beide keine Zeit mehr und beide sind damit einverstanden, das ist halt jetzt eher menschlich, sind damit einverstanden, die Züge zu wiederholen, um für jeden Zug die 30 Sekunden zu kriegen und darum wiederholen sie hier diesen Fehler. Hier geht wieder dieses Motiv E5, das ich eben schon gezeigt habe, mit all den Konsequenzen. Vincent stellt erstmal seinen König sicher, was auch ein guter Zug ist. Das knipst es nicht sofort aus, aber das ist ein schöner Vorbereitungszug, der so also, hässlichen Schachgeboten aus dem Weg geht und es erstmal so stehen lässt. Schwarz versucht jetzt mit G5 aktiv zu werden, aber jetzt hat Vincent das Motiv erspäht, das in der Stellung liegt, und spielt es auch E5. Wieder unterbricht die Verbindung. Schwarz muss den neben F4 wieder mit Tempo und befreit halt den Läufer. Und ja, mit der Dame kann man den überhaupt nicht nehmen, weil dann ist es unmittelbar aus. Dann kommt dieser Läufer tödlich, Läufer E4 Schach. Und es... Läufer A8, Turm A2, König H1. Und das Problem an der Sache ist, hier könnte man denken, das geht ja alles noch für Schwarz, aber Weiß hat am Ende des Ganzen dieses Turm G1 und dann geht hier noch einer verloren. Und dann hat man als Schwarzer einfach einen Turm weniger und das ist zu viel und verliert. Also Dame F4 funktioniert nicht. Insofern muss man hier G/F spielen, aber da gibt es dann einen sehr schönen Ausknipser, nämlich das wunderbare Läufer E4 Schach, was wieder so eine Ablenkung von der Dame ist. Ne? Die Dame muss ja hier stehen, um den Läufer G7 zu decken, aber Läufer E4 Schach, was tun? Ne? Wenn man den nimmt, dann ist halt matt. Aber wenn man den nicht nimmt, dann kann man nur mit dem König weggehen und dann ist aber dummerweise auch matt. Turm D8. Und aus die Maus. Turm D8. Turm D8. Kann sich noch die Dame opfern. Turm E8, jetzt kann sich noch der Läufer opfern. Turm schlägt F8. Und matt. Insofern geht hier nichts mehr. Läufer E4 knipst es aus. Und das war Vincents erster Punkt in der Bundesliga an diesem Wochenende. Die Leute, die aufgepasst haben am Anfang, wissen das schon, weil ich habe ja die Live-Weltrangliste gezeigt. Und da waren schon diese 2,7 Punkte, die Vincent mit dieser Partie gewonnen hat, waren da schon drin. Hoffen wir, dass er heute nochmal so 2,7 oder so gewinnt. Das wäre sehr, sehr hilfreich für seine kleine Chance, sich fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren. Und wenn dann die Bundesliga gespielt ist, dann wird er eine Entscheidung treffen müssen, wie es weitergeht. Und es wird auf die eine oder andere Weise in den nächsten Tagen Nachrichten vom Schach geben, die mit dem Kandidatenturnier zu tun haben und auch mit der kleinen Chance von Vincent Keimer, sich dafür noch zu qualifizieren. Ihr seid jetzt auf dem Laufenden, habt ein bisschen Schach gesehen, seid jetzt besser informiert als so ziemlich alle anderen, die im Schach rumlaufen. Insofern habe ich meinen Job getan und melde mich ab und gucke jetzt wieder Bundesliga, denn es ist Sonntag, Bundesliga läuft. Und natürlich schaue ich in erster Linie bei Vincent rein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis sehr bald auf diesem Kanal, macht es gut.